Hey und willkommen zu Episode 5 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann machen wir mal weiter direkt da, wo wir aufgehört haben. Haben letztes Mal hier aufgehört, indem wir hier die bösen, miesen, fiesen Mist ausgeschaltet haben. Und ja, jetzt haben wir die Wahl. Ah, da ist schon wieder irgendwas, wo ich hin muss. Finde das immer merkwürdig gerade. Wir haben entweder die Wahl, zum Computerterminal zu gehen oder zur Flower. Ich würde erstmal das Computerterminal machen. Und dann auf jeden Fall zu der Blume, die uns einen schönen Ancestor-Skill gibt. Ein Computerterminal hatten wir bis jetzt noch nicht, deswegen bin ich da auch relativ interessiert dran. Was sind das für Teile? Storm Sky Bamboo. Despite looking like bamboo from Earth, the conditions on Pandora result in a much sturdier and larger plant than any known bamboo species on Earth. Ja. Das ist mal ein Bambus. So, mal schauen, ob ich da hochkomme. Ja, das Klettern läuft hier so langsam bei mir. Ah, gerade sage ich es noch. Naja, hab's geschafft. Will keine Kritik hören. Du bist ein... Okay. Dich kennen wir schon. Kann man auch diesen lila Bambus scannen? Oder was das ist? Der gefällt mir nämlich auch sehr. Das ist aber ein großer Computer. Kann ich hier irgendwie mit interagieren? Oh, bestimmt. Eine Kiste sehe ich schon. Hier unten können wir anscheinend auch rein. Auch eine Kiste. Ammunition Container, aber ich bin voll. Ja, dann hätte man da vielleicht was anderes reintun können. Essen. Und was bist du hier? Bist du das Computer Terminal? A Computer Terminal containing valuable RDA Info. It can only be accessed by bypassing the Security Systems. Was das wohl heißt? Wir nehmen unsere schöne Waffe, matchen die Kreise und dann gewinnen wir hoffentlich das Minispiel. Das ist ja noch relativ harmlos hier alles. Priya, I found an RDA dossier. Looks like orders for a botanist. And there's a picture here, a location. I'm going to check it out. Oh, sounds promising. Okay, haben wir zumindest hier eine Nebenmission bekommen, auch nicht schlecht. Leuchtpilze auf dem Boden, damit wir was sehen. Das finde ich sehr nett. So. Nachgeladen ist das anscheinend auch. Was macht ihr denn? Ach so. Ich habe anscheinend noch interessante Munition dafür. Stun-Granaten habe ich auch noch nicht verwendet. Irgendwie war bis jetzt keine Notwendigkeit dafür. Moment. Das ist richtig Combat Challenge. Mach mal High. Gut. Vielleicht wird es dann ein bisschen trickier. So, irgendwie ist da noch was drin. Was bist du hier? Nur ein roter Bepper. Da kriege ich ja Platzangst. Eine Notiz. Ah. You in Journal. Field Reporter, Collective Consciousness. Okay. Sky Ops, Work Order 001, Team Member Nathan Williams, bla bla bla. No News, okay. Oh. Wie gesagt, die sind meistens nicht so interessant in Spielen. Zumindest für mich nicht. Ein Waste Cloth Mod. Ich dachte zuerst, das wäre hier ein Riesenschwert. Ist aber nur ein Rohr. Das ist ein bisschen enttäuschend. Oh, nicht so enttäuschend, dass ich alles hauen muss, aber dennoch enttäuschend. So, war das hier alles? Ich dachte zumindest, da oben hängt noch was. Und rauf auf die Menschenleiter. Oder auch nicht. Ja, auch komisch hätte es jetzt ohne weiteres funktioniert. So. Bitte sei kein Spare Part. Doch, ist ein Spare Part.
Naja, ist ja immerhin die Währung hier. Jetzt haben wir, glaube ich, alles bis auf einen Eimer voller Sticks gelootet. Ja, klingt gut. Da macht man die Munition nochmal voll. Sticks haben wir aber, glaube ich, genug. Dann geht's jetzt mal hoch zu dieser schönen Flower. Bin nämlich gespannt, was der nächste Skill ist, den wir freischalten. Okay. Ich wollte nur einen Wegpunkt machen. Gut, reinzoomen kann ich auch nicht. Ich bin... Okay. Was auch immer. Die Pflanze war... Was ist denn das da oben? Soll das so? Okay. Da ist ein Aufklärer, da ist ein Aufklärer, da ist was auch immer. Da ist Zeug. Ja, kann man auch machen. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. War das vorhin schon da? Keine Ahnung. Also, wir haben einen Weg vorgegeben, so wie es aussieht. Ups. Hier einfach hoch, 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 hoch. Bis wir uns in die Blume anstöpseln können. So langsam könnte es mit dem Rauch echt aufhören. So schlimm war es ja nicht. Wir waren ja da. Hoch, hoch. Beinahe wieder runter. Wer will jetzt Beef mit mir? Was macht ihr denn da unten? Lasst mich in Ruhe. Von euch gibt es definitiv zu viele. Was will ich denn mit denen? Die kommen hier garantiert nicht hoch. So. Das ist zumindest hier straight forward oder straight upward. Diesmal halte ich mein Maul. Ah, hab's ja gefunden noch. So. Trampolin. Speckled Mushroom, a strong yet highly flexible mushroom that can act as natural trampoline. Trampoline. Keine Ahnung, wie man das ausspricht im Englischen. Ja, müsste man wohl. Oh. Ja. Hoch. Dann halt nicht. Dann gehen wir da rüber. Hat ja geklappt. Ich habe Zuversicht in meine Springkünste. Ich das mit den Helikoptern in der Luft irritiert mich gerade ein bisschen. Vor allem, dass die so leise sind. Sind vielleicht hoch genug. Was sind das für Nüsse? Keine Ahnung. Uiuiui. Hätte ich aber beinahe die falsche Taste gedrückt. Liftwein. Achso, die kennen wir doch. Kann man ja touchen. Interessant, wäre man wohl auch von unten rangekommen. Naja, man lernt ja dazu. Wir haben es ja gleich geschafft, das ist wunderbar. Nur nicht runterfallen und ja, nicht nach unten sehen. So, komm her, du schöne Blume. Her mit meinem Skill. Ah, ich dachte, da kommt noch eine Zwischensequenz. You can now use eject by pressing V to perform a melee attack on an AMP while it is in a distress stage. As a stunt or hacked with it, this allows you to forcefully pull out an RDA unit from its AMP suit. Wieso ist das denn ein Ancestor Skill? Oh. Ja, hat sich's gelohnt? Ich weiß es nicht. Wir haben es zumindest abgehakt. Oh, wir haben 2 Skillpunkte dafür bekommen. Dann hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Also zumindest wissen wir hier, wo die Feinde überall sitzen. Merkwürdig. Naja, Skillpunkt ist Skillpunkt. Survivor hätte ich natürlich auch gern irgendwas. Base Health increases by 30. Vielleicht ganz gut. Ich habe die Schwierigkeit hochgestellt.
You gain an additional 50% of your base energy. Das gefällt mir natürlich auch. Nehmen wir das mit der Base Energy. So, wunderschön. Aufgelevelt. Da hinten ist auch was, was mich interessiert. Muss ich da nicht sogar hin? Sieht nicht so aus. Setzen wir mal einen Wegpunkt in die Richtung. Obwohl, also da ist zumindest... Wir versuchen es. Ich will aber nicht wieder ignoriert werden. Geronimo! Okay, das klappt. Hallo. Use a bow or spear to catch fish. Spot the fish by ripples on the water when it jumps. Ja? Kann ich nicht einfach dein... Ich hab doch keinen Speer, oder? Gehen Granaten auch? Frag für einen Freund. So, das sind, glaube ich, die Ripples hier. Die haben wir von oben schon gesehen. Oh, habe ich es verscheucht. Du bist ein... Nochmal ein Stormbeast. Na, wenigstens redet der Angler mit mir. Das Initial. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich gerade arg viel Fisch sehe. Oh. Vielleicht habe ich sie verscheucht. Gehen wir mal zum Wegpunkt. Zum Angeln ist immer noch Zeit. Vielleicht gibt es ja auch eine coole Navi-Angel. Ich höre schon wieder ungute Geräusche. Was sind denn diese schwarzen Kohleflöße da? Was bist denn du? Ah, du bist ein schlecht beleuchteter Stein gewesen. Das geht natürlich auch. So, die hauen wieder ab vor mir. Vielleicht nicht das Schlechteste. Ich bin für manche Tierarten nicht sehr gut. Bin der natürliche Feind. So. Kann ich mich mit denen eigentlich irgendwann connecten oder sind die nur hier Nahrungsquelle? Natürlich nur, falls es nötig wird. Das ist auch mal ein interessanter Ast. Baumstamm. Kann man, glaube ich, nicht mehr als Ast bezeichnen. Hier schon wieder dieses komische Bambuszeug. Und die Felder, die Spaß machen. Die Blumen, die Spaß machen. Da muss ich kurz einmal... Ja. Ja, das ist toll. So, genügend Ablenkung. Wegpunkt ist anscheinend in die Richtung, warum auch immer. Das sind wieder Schüsse. Hört mal auf, hier Tiere einzusperren. Uiuiuiui. Ja. Hat's mich erwischt? Meine Journey hat geendet. So ein Mist. So, die Schüsse sind noch ganz in der Nähe. Diesmal gehe ich vielleicht nicht komplett ungedeckt da rein. Muss kurz hören, wo die waren. Hier irgendwo. Ist leider nicht genau auf dem Schirm. Und die sind relativ leise, aber wir waren gerade hier. Muss mich auch meine Ohren verlassen und die sind gerade nicht sehr zuverlässig. Mist, ich hab's aus den Augen verloren. Hier sieht aber auch alles gleich aus. Immer noch mal Richtung Wegpunkt. Vielleicht fällt es mir dann auf oder scannen. Vielleicht hilft scannen auch. Hätte ich vielleicht damit anfangen müssen. Kann jetzt aber nicht behaupten, dass ich die Feinde sehe. Naja,
werden ja irgendwann schon wieder drüber stolpern. Auch habe ich es nicht ganz aufgegeben. Also halb. Vielleicht hier. Vielleicht sind das auch random Events und das ist jetzt einfach despawned. Keine Ahnung. Auf zum Wegpunkt. Ich habe schon wieder zwei, drei interessante Sachen gesehen. Was bist du für ein Baum? Delta Tree, a tree with highly poisonous leaves. Ui. Den wollen wir dann nicht anfassen. Ich und Gift vertragen ist eigentlich nicht so. Wegpunkt. Ist hier gut hier. Mein Wegpunkt ist natürlich hier ein bisschen wieder im Leeren. Aber ich habe in der Richtung noch so eine Art Camp gesehen. Dachte ich zum... Ja, da ist er ja. Der Turm, zu dem ich wollte. Gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Das klappt auch im Sprung. Erste Mal, dass ich das probiert habe. Gehe ich überhaupt richtig? Ja. Richtig. Schön her mit der Agility. Schauen wir mal, was das... Ah, das ist auch so eine Mining-Site, die abgeschaltet wurde, so wie es aussieht. Nicht von uns. Gas Collector Charlie. Mit einer Flamingo-Orchid. Shoot seeds at nearby threats and closes when approached to protect its fruits. Das klingt aber nicht nett. Ey, 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 ey. Ich bin doch kein Threat. Ich will nur deine Samen ernten. Hallo. Her mit deinen Samen. Dann eben nicht. Her mit deinem Loot. Stagger Rounds. Die muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. So. Zumindest kriegt man hier ordentlich Währung. Irgendwas Interessantes noch? Vielleicht ganz oben. Nö. Ein Hazard-Schild. Warum auch immer. Oh. Oh. Dachte, hier wäre zumindest eine Kiste unter Wasser oder sowas. So, das sieht ja echt runtergekommen aus hier. Leuchtet da noch was? Nö, das ist nur Lichteffekt auf dem Boden. Naja. Hier ist ein kleiner Geysir. So ein Mini-Geysir. Mit Mech-Fußspuren. Oder zumindest mit großen Fußspuren. Ich glaube nicht, dass die von einem von uns kommen. Sieht ja aus wie eine normale Schuhsohle. Und da hinten ist noch wieder so irgendwas Getarntes. Oh, Schüsse. Diesmal retten wir das Tier. Hoffe ich. Vielleicht nutze ich diesmal auch einfach meine Granaten. Oder meine Stagger Rounds. Gegen wen kämpfen wir denn? Hallo? Hallo? Gegen wen kämpfen wir? Oh, gegen euch. Dachte, das sind vielleicht Verbündete. Oh, kriege ich ja gleich wieder aufs Maul. Gut, da waren wir alle drei dämlich. Ja, mit der Vitalität. So, habt ihr wenigstens was Schönes. Chest Guard. Oh, Special Ammunition ist bei mir auch voll. RDA Ration. So, damit fliegen die nirgends mehr hin. Inventory ist full.
Wenn ich einen Dollar oder einen Spare Part immer dafür kriegen würde, wenn ich das lese. Und Loop ist ein was? Ein fieses Garab Crawler. Wo bist du denn gelb markiert? Unten. Zeig mal deinen schönen Hals. Mist. Mist. Ja, mercyful wird das auch nicht. Oh, du greifst ihn so aus Distanz an. Hä? Kann doch nicht sein. Also irgendwas müsste ich ja aus der Entfernung treffen. Hier in den Arsch. Toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Bleib mal stehen. Oh je. Ruiniert, ja gut, das kann ich mir vorstellen, so wie ich da verschossen habe. Ja, du warst... Ah, Spare Part. Und ich wundere mich noch, ob ich hier was looten kann. So, der Heli ist platt. Hier ist noch ein Container. Ich bin immer noch voll. Ist das der Baum, zu dem wir hin müssten? Definitiv nein. Er sieht cool aus, also geh mal hin. Du bist wieder ein... Leopardpalm. Das ist richtig, ich erinnere mich. Das sieht wieder aus wie ein anderer Clan. Und die wollen dann auch nicht mit mir reden. Ach, so ein Jammer. Wir gehen trotzdem mal hin. Theorie muss ja auch bestätigt werden. Da steht einer. Hallo. 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 Na, kann hier Zeit verstreichen lassen. Also ich glaube, das bringt hier echt nichts, wenn wir noch nicht mal die eine Mission da abgeschlossen haben. Wie kommt die denn normalerweise in ihr Camp? Ich glaube anders. Ja, ich würde sagen. Hi. Do you have no other clothes? Ich bin zufrieden. Hallo. Helft ihr mir? Nehmen das als Starkes vielleicht. Ja. Hi. Ich nehme das Zeug mal. Ein Sulfurpot. Eine Crafting Station. Kann ich irgendwas gerade schon craften? Bräuchte nämlich so langsam mal eine Pouch oder so. Mein Inventar ist sehr schnell sehr voll. Ach, ich bring kein Trouble. Naja, gut. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen dämlich, dass sie nicht auf mich reagieren im Moment. Dann gehen wir mal zu dem schönen Baum, zu dem wir müssen. Da ist er. Wegpunkt ist gesetzt. Dann wollen wir mal. Weg vielleicht mal alles nachladen. Durch diese schönen Blumen, die sich so verziehen laufen. Oh, das sieht wieder polluted aus da. Also so viel zu, ich habe eigentlich keine ADHS. So wie ich hier gerade abgelenkt werde. Hey, das ist tatsächlich eine Pollution Site. War das der Rauch, den ich vorhin gesehen habe, eigentlich dann auch? Ich dachte, das war das Research Camp. Oh je. Haben wir aber einiges verpasst. So. Dann gleich nochmal was essen. Oh, wir haben kein Health-Item mehr. Ich sehe Towers und Silos. Sounds like a gas mine. Three guesses what's in those silos. Oh, die sieht schon größer aus hier. If I'm reading these plans right, you'll need to disable the towers and the gas storage facility. Ja, das ist der Plan. Ui, da gibt's aber viel Mess.
Bin ich schon bereit dafür? Das ist ein Sniper. Roter Sniper. Und ein Geschützturm. Okay. Da müssen wir vielleicht ein bisschen klüger vorgehen. Gehen wir erstmal zum Bau. Anscheinend gehen wir nicht zum Bau. Another gas extraction facility. Okay, so you've got to set your sights on the tower. Ja, red doch weiter. Bin nur ein bisschen nass. Okay, so you've got to set your sights on the tower and the gas storage facility. Boah, da mache ich ja gar keinen Schaden. Komm schon raus. Komm. Sehr schön. Platt gemacht. Nicht kaputt machen. Ah, ich hätte ihn auch unter Strom setzen können. Hätte vielleicht auch auf die warten können, die da kommen. Naja, kann man ja immer noch hinterlaufen. Schauen wir mal, ob man woanders reinkommt. Das ist jetzt gar nicht so nett, dass die... Oh, ich kann geschützt haben, glaube ich, hacken, oder? Also zumindest am Control Panel, so wie es aussieht. Das sieht doch hier ganz in Ordnung aus. Wieso flasht das hier denn so? Was kann ich denn hier hacken? Komisch. Da ist zumindest ein Geschützturm. Das ist aber eine Boden-Luftabwehrrakete, so wie es aussieht. Hier muss ich einfach näher ran. Schauen wir mal, dass der auf unserer Seite ist. Oh, das ist schon schwieriger. Das gefällt mir. Also das ist nicht schwierig, aber schwieriger. Execute Hack, oder? Sind die... Ich dachte, die wären jetzt auf meiner Seite. Sind ja nur offline gerade. Zu viel Zeug, was explodiert. Ja, ist ja gut. Kommen die da noch an den Tank? Und muss ich da was ausschalten? Der geht gleich auf den Tank hier zu. Sehr schön. Ah, jetzt kommen die auf mich wieder zu. Das ist nicht sehr schön. Stun-Granate. Mist. Stun-Granate. Er hat doch hier auch Stagger Rounds. Was machen die denn? Nicht so viel. So viel Munition habe ich auch nicht mehr. Ja. Ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen leveln dafür. Ich würde erstmal zum Bäumchen gehen. B-Punkt ist gesetzt. Toll, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ja, ja.
Kann ich irgendwohin schnell reisen? Hierhin zum Beispiel. Ja, das klappt doch wunderbar. So, erstmal dem miesen Lager da entkommen. Jetzt machen wir vielleicht erstmal die Story, damit man noch ein, zwei Skillpunkte bekommt, dass man da eine Chance haben. Hätte mich vielleicht auch besser anstellen müssen, aber naja, es ist, was es ist. So, da sehen wir, glaube ich, schon den großen Baum. Ich behaupte immer noch, das ist dann keine gute Tarnung für das Camp, wenn man am höchsten Objekt, am auffälligsten Objekt sich befindet. Was weiß ich schon. Ich bin ein Gamer, ich bin kein Survival-Experte oder mittelalterlicher Burgenstrategist, was auch immer. Die waren zumindest immer auf Bergen, damit sie Feinde... Was ist jetzt schon wieder los? Was muss ich hier in der Nähe finden? Ah, noch ein Belsprick. Genau, die waren zumindest immer auf Bergen, dass man Feinde gut sehen konnte. Ah, die Feinde waren auch echt langsam und sind noch nicht über den Luftweg gekommen, deswegen. Ich weiß ja nicht. Oh, die steht da, glaube ich, einfach so rum. Müssen anscheinend nicht immer irgendwo hochkraxeln. Nehme ich doch gern an. Berühren. Ich weiß zwar nicht, wie die Health sich increased, aber es kann nicht so viel gewesen sein. Ich habe ja gerade ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Da, ja, das wird der Baum sein. Da brauche ich auch keinen Wegpunkt. Machen wir den mal weg. Können auch unsere Waffe wegstecken. Ich komme in mehr oder weniger friedlicher Absicht. Ich will sie ja zum Kämpfen animieren, das heißt, ich weiß gar nicht, wie friedlich das ist. You, stranger! I've not seen your kind before. What clan are you? They look odd. Atua invited me here, to see her father. What's that on your face? It is the mark of the Sarandu. Yeah. And yet the Sarandu we once knew did not defy Ewa with scraps from the sky people. It's all I know. They stole us when we were children. They have stolen many things. You were gone a long time. And you are young. Has your spirit been molded by the sky people? Or do you remember the ways of your clan? Shu, put that away. Sharp eyes, a Sarentu's gaze, but yours is heavy. Let home tree be a refuge from your burdens. We will put some color in your cheeks, or in your clothes at the very least. You will pick up the threads of your people here. Oh, how I miss their stories. They loved our silk harvest, the sweet smell of Daimayaundu. Cut not. Let me take the Sarentu. The poor child knows nothing of our ways. Go. We will speak more when you are settled. Das klingt doch gut. Schon halbwegs gastfreundlich hier. I really must speak more with Atua's father about the resistance. Bisschen voreilig. Here is our Uluk Ektan, our clan's leader. Let us clean you up a bit first. You would frighten the hide off an Angsik looking like that. Besides, I would not mention those sky people if I were you. They are nothing but trouble, and Katna does not like trouble. Verständlich. Let me show you off a bit instead, hmm? Will you allow me that? Wenn es bedeutet, was ich denke, was es bedeutet, dann bitte. Nicht vor all den Leuten. Your people certainly made life more interesting. One time, they told us a tale about the rare mating rituals of the giant Zakru. Apparently, it can take days.
Faszinierend. Lauf mal schneller oder langsamer. There will be time for that later. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guest before you. And there was not one Sarentu who could resist how our dyes dance. Come, see my weavers. No. Koranu, my dear, let us see your latest. Gorgeous silk, is it not? Not as sturdy as it once was, not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru will, I promise you that. And you know how the Zezwa love to brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Dankeschön. Anything you need. Alles? Yes, please take my mind off this. I've been working on it for hours, and it's still not quite where I want it. You see, now is the time for beauty. For art. Speaking of which, ja, damit, can I help with something? Ich hab nicht genügend Clan Favor. Ich dachte, ich sollte was receiven. Kann ich jetzt nichts receiven? Enough Clan Favor. Superior Crafting Design, ja, das kann ich receiven. Receiven. Ja, damit. Let me know if I can help with anything else. Ja, ja. Könntest du mir das Spiel noch mal ein bisschen erklären? Now is the time for beauty, for art. Speaking of which. Ja, ich bin hübsch. Ich weich. Relun! Finally decided to grace me with your presence, have you? And with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Betterment awaits, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart, you will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the Aranae is taste. Oh, das ist dann der Clan Koch. But he is the very best cook. Oh, ich kann auch was receiven. Wie unfreundlich war das denn bitte? Er mit meinem kostenlosen Zeug. Macht er das immer? What are you looking for now? Okay. Anscheinend sein Standardspruch. Bin ich ein bisschen aggressiv? Wo muss ich denn hin? Eieiei. But he is the very best cook. He knows it too. And here, my dear friend, Kitangi. Nafika, taking the Sarentu under your wing already? A necessity, I should think. Look at these clothes. Ich finde die schön. Pitiful. Dankeschön. And prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Entschuldigung. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our collars, my own too. Our silk will serve you well. Strengthened with storm beast hide, it will stop you from getting chewed up out there. Or at least, you will be hard to swallow. Das bin ich immer. Storm beast? Can this child track? I've done okay so far. Okay. What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Itu is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the water. Itu will be there. But do not upset his hunt. He will not thank you for that. Go on, my Auntu. A respectful hunt will show Katnat. You remember the ways of the people. Ja, klingt doch gut. No need to rush. Ich loot das mal hier. Go now if Chestguard you want. But stay and enjoy our beautiful silk harvest if you need a little rest.
Dankeschön. Nein, du hast ja gerade noch mit mir geredet. Oh, Ubisoft-Spiele. Nein, ich komme, um was kostenlos zu kriegen. Dankeschön. Kann ich auch was verkaufen? Nee, stimmt. Toll. Take good care of your boat. Ja, mach ich, danke. Alle so aggressiv hier. Wird mal entführt und dann auch noch hier... Wow, nach 4 Episoden oder 5 Episoden ist man jetzt im Koop fähig. You weren't wrong about them. But one of them took me in. Nafika. She thinks I can impress Katnat if I show him I can hunt properly. Red nicht zu der, sondern im Radio. I should have showed you how myself. It's okay. Nafika said one of their hunters might show me how. Itu. Be careful. You do not need to prove yourself to them. You are Sarendu, and Katnan should honor that. Come back to HQ anytime you like, all right? You are not alone, and there is much to do here. Das ist richtig, vor allem Sachen craften und kochen. Genau, aber ich sehe gerade auf die Uhr und würde sagen, das reicht wieder mal für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.